Und da sind wir auch schon wieder bei der kleinen Demo von Super Smash Bros. Und wir wollen uns hier nun um den nächsten kleinen spielbaren Charakter kümmern. Diesmal wird es ein Newcomer sein. Und zwar der kleine Villager. Bewohner! Ich finde das so cool. Der Name ist eigentlich total doof. Bewohner. Bewohnerin. Oh, sagt er das dann auch? Will ich mal kurz austesten. Oh, nicht schlecht. Ich bin doch ein klein wenig beeindruckt, vor allem da es ja eigentlich im Japanischen und Englischen keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich in dem Sinne gibt. Aber gut, für die deutsche Version haben sie es eingerichtet und die französische Version hat das ja auch. Und ich denke mal, ja. Auf jeden Fall löblich, löblich, löblich. Wir spielen aber mit welchem spielen wir denn von den vier? Ich würde sagen, mit dem Standard-Villager. Und dann wollen wir hier eine Runde gegen, ja, zwei random PCs wieder antreten. Level 3 sollten diese... Ach komm, machen wir einfach Level... Nee, Level 3. Dann können wir auch alles zeigen, was der Villager denn kann. Und zack. So, wollen wir hier den ersten Kampf schon mal wirken mit dem kleinen Bewohner. Ich finde sein Moveset doch sehr gelungen. Und vor allem, wie viel man wieder aus der kleinen Animal Crossing Serie in einem kleinen Charakter unterbringen konnte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wollen wir doch mal sehen. Bewohner, Gyro-Rakete, halte bei diesem Angriff den Knopf gedrückt, um auf der Gyro-Rakete zu fliegen. So, gegen Pikachu und Mario müssen wir hier antreten. Der Villager kann wie ein Berserker mit A einfach boxen. Wenn wir aber dabei nach, ja, rechts oder links laufen, dann lässt er hier sein kleines Pflänzchen fallen. Und wenn wir beides gleichzeitig drücken, nach rechts, rechts und A, dann lässt er eine kleine Bowlingkugel fallen. Und da sieht man einfach, dass es ja schon sehr variationsreich ist, das kleine Spielchen. Sodele, wir können auch hier mit unten B ein kleines Bäumchen pflanzen und diesem dann fällen. Und dann einfach auf unsere Gegner hier knallen lassen. Und das macht ordentlich Schaden. Und das ist ein sehr cooles Item. Pass auf. Man kann hier einfach mittels Wind den Gegner wegblasen und der hat keine Chance mehr, wieder an Land zu kommen. Wie unfair ist das denn bitte? Sehr schön. So, Pikachu, komm mal her. Du kleiner Stinker. Auch ein Feuerwerk hat der Villager hier. Der hat einfach alles. Sein, ja, kleines Moveset ist auf jeden Fall sehr agil und flexibel und vor allem, ja, ideenreich. Ich weiß nicht, der hat bestimmt mitunter 30 verschiedene Sachen, die man hier sehen kann. Und sein Final Smash. Oh, da habe ich nicht getroffen, ich kleiner Depp. Wusste aber auch nicht gerade jetzt, wie ich mit dem Final Smash treffe, ist ja auch egal. So, hier gegen die kleinen, kleinen Stinker weiter antreten, Pikachu. Wir müssen dich besiegen. Da ist es auch schon, ja, wieder vom Spielfeld geflogen. Das kleine, süße, gelbe Pokémon. Oh, der Hammer, der Hammer. Den wollen wir doch nehmen. Und einfach hier mal den Mario treffen. Komm, ja komm, kleiner Mario. Hey, hüpf uns doch nicht weg, auch wenn du ein kleiner Jump'n'Run-Charakter bist. Mensch, den haben wir leider nicht mehr erwischt, aber er hat schon einiges an Schaden. Und eine kleine Helfer-Trophäe. Oh, und diese ist leider runtergefallen. Was ist das denn? Muss ich selber mal gucken. Ich kenne hier noch ziemlich wenig. Hab zwar schon viele Videos, ja, von Super Smash gesehen, viele Directs und auch der, das Treehouse-Event, was man eventuellerweise aus dem, ja, aus der amerikanischen Nintendo-Seite hätte mitverfolgen können. Aber dennoch, wenn man selber spielt, ist es natürlich wieder ganz anders. Und wir hatten mit dem kleinen Villager den ersten kleinen Kampf gewonnen. Der Bewohner, der Villager. Schön. Dann wollen wir jetzt natürlich eine Nummer stärker, eine Nummer härter aufdrehen. Zack, ein Computer kommt weg. Einer kommt auf Level 9. Und hier wollen wir dann diesmal gegen Pikachu kämpfen. Bauen wir so einen kleinen Kreis quasi. Mit Pikachu haben wir gegen Link gekämpft. Mit dem Villager kämpfen wir dann gegen Pikachu. Gegen unseren kleinen Charakter aus dem letzten Part. Sehr schön, ja. Und wir wollen natürlich... Achso, nee. Wir wollen den Villager. Und hier soll einmal Pikachu antreten. Und wir spielen diesmal mit einer Bewohnerin. Da wollen wir mal sehen, ob wir hier jetzt klarkommen werden. Natürlich wieder auf einer Final Destination Stage. Turtelinsel. Ha, steht dir auf Captain Schaluppe nicht, das geht viel zu schnell weg. Aber hier fängt jetzt erstmal der Kampf an und ich habe gedacht, ich wäre Pikachu. Nein! So, mit dem Villager die Rettungsattacke habe ich im letzten Part gar nicht zeigen müssen. Ja, können wir uns auf jeden Fall sehr gut retten, wie ich denn aktuell finde, denn mit den Ballons kommt man sehr hoch. So, komm mal her, kleines Pikachu. Oh, ich glaube, wir werden hier souverän abnippeln, beziehungsweise ich, weil der Villager dann doch mir noch nicht ganz so im Blut liegt, wie denn zum Beispiel Pikachu. So, komm doch mal her.
Ey, du bist aber ganz schön flink bei den Beinen. Wollen wir die schnappen? Und ja, auch unser kleines Netz hier haben wir, unser Köcher. Ich treffe aber auch gar nichts. Pikachu hat noch nicht mal einen Schadenspunkt. Nein, Hilfe, nein. Komm mal her. Nee. Pikachu ist einfach zu flink. Ah, wir haben ihn einmal getroffen. Sieg, das ist doch schon die halbe Miete. Voll vom Donner von Pikachu erwischt. Wollen wir mit unserer kleinen Slingshot hier... So, wir können ja alles aufheben, ne? Ha, haben wir einfach Pikachus kleinen Donnerblitz aufgehoben. Super cool. Wie wir einfach alles irgendwie irgendwo aufheben können. Komm, gib uns noch einen kleinen Donnerblitz. Ich will ihn aufheben. Oh, nein, Hilfe. Rette dich, kleine Bewohnerin. Mit den kleinen Luftballons durchs ganze Spielfeld hier geflogen. So, wollen wir mal auf unserer kleinen Gyro-Rakete ein klein wenig den Weg entlang fliegen? Ey, da weicht der elegant aus. Oh nein, wir können danach keine Rettungsattacke mehr wirken. Das war natürlich unvorteilhaft. So, Pikachu, du musst jetzt leider sterben, weil wir ansonsten sterben. Achso, und buddeln kann der Villager auch. Achso, ja, wir haben ja unseren starken Baum. Ich komme hier die ganze Zeit ein klein wenig durcheinander immer mit den ganzen Attacken, die der Villager drauf hat. Komm mal her. Ey, der ist zu gut einfach für uns. Pikachu ist zu flink. Ich werd's verkacken. Ich will aber nicht verkacken. So, komm mal her, Pikachu. Ey, lässt du dich wohl treffen? Komm her, zack, so. Muss ich einfach mal ein klein wenig mehr ausweichen. Und ein bisschen weniger Schwachsinn vielleicht labern hier. Es tut mir so leid. Pikachu hat gewonnen. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da wollen wir natürlich hier direkt nochmal eine Revanche. Und wollen dem übermächtigen Pokémon hier auf Level 100 doch mal zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Beziehungsweise die Herrin, die kleine Bewohnerin. Wollen wir diesmal mit dieser Bewohnerin spielen? So, wunderbar. Nein, das war nicht die Final Destination Version, aber egal. Revanche ist Revanche und da ist die Map auch ein klein wenig egal. Wir treten aus unser kleines Häuschen und treten nun dem Pikachu gegenüber, um ihn hoffentlich auch in den Hintern treten zu können. Und ich weiche schon wieder nicht aus, ich kleiner Depp. So, komm mal her, mit der kleinen Gyro-Rakete. Und hier, die Rollenkiste, die kann sehr viel Schaden machen, wenn sie denn das kleine Pikachu trifft. Ey, mit seinem kleinen Ruckzuckhieb hat Pikachu sich elegant gerettet und uns in die Misere geschickt. Nein! Hey, hörst du wohl auf, Pikachu? Gib uns die kleine Helfer-Trophäe. Wer ist denn da drin überhaupt? Nein, Pikachu, nein! Nicht öffnen! Oh nein, das ist Girahim. Und Girahim könnte uns unter Umständen eventuellerweise sogar von der Map hier schmeißen. Und da bin ich nicht ganz so scharf drauf. Hey, wie hat er uns denn getroffen? Der kleine Stinker, der schummelt doch. Da hat Pikachu natürlich jetzt wieder ein klein wenig Vorteil. Aber den wollen wir natürlich hier wieder rausholen. Jetzt, wo er gerade klein ist, müssen wir ihn nur einmal hart treffen. Komm schon, lass dich treffen. Er ist zu flink. Viel zu flink. So, hier einmal ein kleines Bäumchen wieder gepflanzt. Ey, kommst du wohl her? Nein, nein. Ah, Pikachu ist weg, weil der Baum gewachsen ist. Sehr schön. Es ist alles wieder offen. Wir können jederzeit nochmal gewinnen. Pikachu, komm mal her. Zack, einmal hier getroffen. Oh, der Baum ist eingegangen, weil wir ihn nicht gegossen haben. Dummes Pikachu. Eigentlich mag ich dich, ja, aber nicht, wenn du unser kleiner, flinker Gegner bist. Komm her, wir müssen dich besiegen. Wir müssen dir den Gar ausmachen. Boah, das war knapp. Knappe Kiste. Und ich komme die ganze Zeit wirklich mit dem Sprungknopf durcheinander und mit dem Schiebepad springen, das mag ich nicht. Da bin ich nicht der Fan von. Komm mal her, Pikachu. Lass dich treffen. Und wir qualmen ein klein wenig, wie wir sehen. Auch eine Helfer-Trophäe. Und die hat Pikachu mal wieder erwischt. Aber hier nur die kleine Isabella, die uns hilft. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nichts, Leute. Es tut mir so leid. Ah, eine kleine Feuerblume für uns. So, komm mal her. Pikachu, nein. Egal. Im Sudden Death werden wir jetzt gewinnen, hoffe ich. Falls Pikachu nicht flinker ist. Nein, falsche Richtung. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein. So ein Scheibenkleister. Bin ich ein verkackter Loser. Pikachu, aber gut. Mit der Bewohnerin oder mit dem Bewohner bzw. mit dem Villager muss ich dann demnächst nochmal ein klein wenig mehr üben. Geht ja nicht an, dass ich den hier überhaupt nicht drauf habe. Aber an dieser Stelle gebe ich mich erstmal geschlagen. Pikachu war der bessere Kämpfer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir den nächsten kleinen Charakter ausprobieren. Und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder ein klein wenig Spaß hattet. Mein Spaß war auf jeden Fall gigantisch und wird hoffentlich, wenn die Vollversion kommt, ins Unermessliche steigen. Bis denn dann, ciao!